Ich glaube, es ist ungefähr exakt ein Jahr her, dass ich von der Existenz, also von diesem Spiel erfahren habe, dass dieses Spiel kommen wird. Und seitdem freue ich mich drauf. Da war ein Pegasus-Prospekt, so ein Foto, doppelseitig Teaser-Foto drin. Und da stand schon, ja, es kommt ein großes Asterix- und Obelix-Spiel von Michael Rieneck. Ein Jahr später ist es soweit, hier steht's und ja, da können wir natürlich nichts anderes tun, als uns sofort ins große Abenteuer zu stürzen. Das Ganze ist ein relativ einfaches Familienwürfelspiel. In jeder Runde soll jeder von uns diese 5 Würfel werfen. Damit werden wir Orte bereisen. An diesen Orten werden wir Römer verhauen. Wenn wir Römer verhauen haben, dann können wir eine von 2 Waren kaufen. Und diese Waren brauchen wir, um die Wünsche der Dorfbewohner zu erfüllen. Ja, dafür gibt es Siegpunkte. Man kann noch Sesterzen sammeln, mit Wildschweinen im Dorf gibt es Siegpunkte. Aber alles recht unkompliziert. Natürlich gibt es Asterix und Obelix, die helfen uns beim Kämpfen, ja. Genauso wie die Papst-Symbole. Und mit dem Idefix natürlich auch mit dabei. Der ist die einzige Möglichkeit, wie man jetzt hier nachwürfeln kann. Ansonsten muss man mit dem Ergebnis leben, was man hat. Ja. Und ich würde sagen, Hunter, ich beginne. Und das, obwohl in der Anleitung steht, es beginnt der zuletzt Asterix und Obelix. Der Papyrus des Cäsar. Da bin ich auch schon ein paar Jahre hinterher. Trotzdem, ich habe die Kamera, deswegen fange ich jetzt einfach an. Obwohl trotzdem eigentlich hättest du anfangen. Ja. Deswegen habe ich der Startspielermarker ist ziemlich groß. Na gut. Ich nehme dir die Packung mal weg. Du musst sie auch mal loslassen, Jan. Gefühlt hast du letzte Nacht damit schon geschlafen. Ich habe noch gar nicht gesehen. Da hat er ja mal, steht auf dem Schild von Majestät. Okay, ich fange einfach mal an. Ich würfel jetzt mal. Guck mal, was da raus wird. Was haben wir denn hier? Jede Menge Wildschweine. Ja, und die Farben. Das ist jetzt halt, jeder Ort hat eine Farbe und du musst schon mal halt, wenn du einen Ort bereisen willst, einen der Würfel natürlich zum Reißen benutzen. Und aber das Symbol des Reißewürfels selber ist dann nicht mehr verwendbar. Kein Angriffswürfel. Ich habe keinen Angriffswürfel und kein Idefix. Deswegen gehe ich jetzt ins Dorf einfach. Das ist ein super Start. Weil halt hier die Wildschweine, die geben mir halt einfach, hier kann man sehen, einen Siegpunkt, wenn ich einfach ins Dorf gehe. Dorf ist auch das einzige Ort, wo du keinen Würfel brauchst, um hinzugehen. Ja, und einfach diese 2 Sesterzenwürfel ist einfach Sesterzen, die kann ich immer brauchen. Und man kann halt nur einen Ort pro Runde bereisen. Also man kann so Money for nothing gerade, oder? Also ja, und 3 Siegpunkte. Was bin ich nochmal? Du bist Türkis, Zyan. Ah, hier, genau, das mein. Das ist so das, was ein echter Obelix macht, oder? Ja, einfach umhängen, faul im Dorf. Und man fragt sich, wo war das dritte Wildschwein? Erstmal Maul. Eine Mund. Ach, 4. Du bist dran. Aber bevor man kämpft, muss man halt stärker. Kann man schon mal mitschlagen. Oh, ich mach das auch. Auch so ein Wildschwein. Aber du hast theoretisch hättest du die Möglichkeit nachzuwürfeln. Das ist natürlich, ich werde das. Achso, dann brauche ich aber noch. Du kannst jetzt den Idefix nochmal würfeln. Einen Idefix nochmal würfeln. Ich kann natürlich probieren. Nee, aber dann kriege ich ja die ganzen Dinger nicht. Aber ich darf mal. Da ist auch noch ein Wildschwein. Gut, ich werde jetzt halt einen Idefix benutzen. Wenigstens Geld. Kriege ich jetzt das Herze. Und gehe natürlich auch ins Dorf. Mach ein bisschen den Hunter nach. 3 Siegpunkte auch. Okay. Das scheint hier so die faire Taktik zu sein, oder? Herze, bitte. Im Dorf hat man dann auch noch die Möglichkeit, seinen Zaubertrank wieder aufzufüllen, falls man den nachher mal nutzt. Und der Obelix, den es nur von schwarzen Würfel gibt, der ist so stark, dass er einfach alle Römer umhaut. Ja. Was ist, wenn Obelix den Zaubertrank trinkt? Wir wollen nicht spoilern. Hat er das alles? Hat niemand gehört. Und weil man den Würfel natürlich immer zum Reißen braucht, der Obelix ist zwar der stärkste, aber wenn man nach Aquarium reist, wo es die Centurios zu bekämpfen gibt, kann man nie mit dem Obelix hin, weil man braucht den schwarzen Würfel um hinzureißen. Also braucht man entweder einen Asterix mit Zaubertrank oder diverse andere Dinge. Was wir noch nicht erwähnt haben, mit dem Asterix kann man auch sich Karten angucken, weil diese Römer, die wir verhauen, sind unterschiedlich viel Siegpunkte wert, 0 bis 4. Und oder man Waren quasi nicht die Kampfkraft des Asterix, sondern seine Listigkeit benutzt, dann kann man sich da einen Vorteil ergaunern. So, was machst du jetzt? So, ich reise mal mit meinem roten Würfel hier in die Stadt und mit meinem Obelix-Würfel verhaue ich die hier gleich ohne Probleme. Gucken wir mal, was ich hier Schönes habe. Dann kriegst du noch 2 Sterzen. Ja, dann kriege ich hier noch 2. Und das Wildschwein verfällt, das ist der halt. Das zerfällt, aber ich möchte hier natürlich auch noch ein paar Ressourcen kaufen. Da kann ich mich jetzt entscheiden. Genau, eine. Und zwar für eine Sterze kaufe ich mir hier die goldene Sichel. Dann wird hier wieder nachgelegt, sowohl Ware als auch Römertrupp.
Und dann geht's weiter. Ja, dann fröhlich. Gucken wir mal, was das Schicksal uns bereitet. Das sind drei Wildschweine, das Herz und Idefix. Machst du auch? Ne, ich benutze hier mal den Idefix sozusagen, um halt den schwarzen Würfel neu zu würfeln. Man weiß ja nie, was kommt. Hier mit einem Wildschwein, ja. Puff, haben wir eins irgendwo einen Einser, du könntest auch jetzt mit dem, aber dann verfallen halt die anderen Wildschweine. Ja, ist halt, ja, ich mache das wie die anderen auch, ich fahre einfach, oder ich laufe ins Dorf und esse drei Wildschweine. Drei Siegpunkte für Grau. Traut euch nicht so richtig aus dem Haus raus, gut, ich... Komm, ich habe gerade hier so, dann so, eine Patrouille. Jetzt greifen die Piraten an, das ist nämlich so am Ende jeder Runde... Greifen die Piraten an, da darf jetzt einfach der Startspieler zuerst probieren, die zu besiegen. Mit einem schwarzen Würfel. Mit einem schwarzen Würfel. Obelix haut sie einfach um. Aber Asterix, jetzt könnte ich meinen Zaubertrank trinken. Ja. Und damit könnte ich sie auch besiegen. Ganz genau. Das mache ich jetzt einfach mal und guck mal, wie bei den Römern ist da halt auch einfach irgendwas drauf. Das behältst du halt als Geheimnis für dich. Okay. Ja, dann bin ich der Startspieler. Wir sind schon in Runde 2. Der ist auf jeden Fall. Ordentlicher Marker, würde ich sagen. Ne? Also die Illustrationen gefallen mir gut. Der Typ kann malen. Der, das der wird mal groß. Ich glaube, der könnte Comics machen. Genau. Oh, das sieht nach Kampf aus. Okay, das sieht nach jeder Menge Kampf aus. Haben wir denn irgendwo einen? Ah ja, da unten. Aber du musst ja auch hinkommen. Spiel. Du musst auch hinkommen. Da hast du nur noch zwei, wenn du nach Grün reisen willst. Aber du kannst nach Rot reisen. Ich werde nach Rot reisen und werde damit zwei Asterix und ganz ohne Zaubertrank und einem Puff diese Kohorte hier, ganz mal, die haue ich alle alleine in Lutetia. Und dann kriege ich auch noch umgehauen. Voll weg, ja. Warte, bleib, ja noch. Ich habe dir einen gegeben hier. Wann habe ich denn einen rausgegeben? Man fängt nur zwei an. Aber dann müsste ich doch jetzt drei haben. Hast du schon einen ausgegeben? Na, wir denken noch mal eine Weile drüber nach und sonst nehme ich mir noch was das dazu. Ausgegeben hast du eigentlich noch nicht. Du hast ja nichts ausgegeben. Hast du eben einer bekommen? Ich glaube, die irgendwo. Naja, egal. Das war mein Zug und. Du willst nichts kaufen? Achso, ja klar, ich kann jetzt auch noch was kaufen. Natürlich. Entschuldigung. Was ich kaufe ein Schild oder eine Harfe? Das Schild. Das Avernix. Heißt es so? Oh, Nudelhölzchen. Mal gucken, was ich hier brauche. Überall waren Römer liegen. Ja. Und für eine so eine Karte, wenn man sie abgibt, kriegt man halt 30 Punkte. Puff, Schweine. Dazu muss man auch ins Dorf gehen, um quasi die Dorfbewohner, die hängen da halt rum. Ja, vor allem noch trifft man auch nicht. Ich nehme mal hier einfach zwei Münzen. Ich gehe auch ins Dorf, gebe mir durch die Wildscheine zwei Siegpunkte. Und weil ich jetzt im Dorf bin und natürlich schon eine Ware eingesammelt habe, kann ich hier Miraculix mit seiner goldenen Sichel beliefern. Drei Siegpunkte nochmal pro Ware. Gibt drei Siegpunkte, wird abgelegt, Ware beiseite legen erstmal. Und dann kann ich jetzt überlegen, will ich noch ein paar andere Karten hier abwerfen? Lasse ich erstmal und ziehe wieder bis auf drei auf. Ja, und damit ist der Zug vorbei. Also, darf man auch mehrere Dorfbewohner dann beliefern, wenn man es kann? Ich schlage mal an. Hier sind auf jeden Fall noch mehrere, der, ja, oder? Der hat drei. Es gibt nur eine weg. Das sieht aber eindeutig aus wie... Schweinebraten. Ich bleib einfach im Dorf. Ich nehme einfach ein Geld und hier vier Siegpunkte. Wie kann man so viele Wildschweine würfeln? Ich weiß halt, wo die sind. Ja. In der Zwischenzeit. So, ihr könnt mal gucken. Ich werde mal weitermachen. Was ist? Ja, ungefähr. Auch, warum würfeln wir so schweinelastig? Schweine uns ist herzenlastig. Einer, aber guck mal doch, du hast ja einen Puff, ne? Hier ist ein Einer. Ja, und eins, hier zwei, ist auch ein drei. Einer, aber rot geht ja nicht. Kannst alle drei bedienen. Du kannst noch ins Gelbe. Ich könnte ins Gelbe gehen, ja. Bringt mir das was? Nach Nemosus. Vielleicht, weiß nicht, ob du die Ware brauchst dafür. Keine Ahnung. Ja. Ach. Und wie, alle? Wie viel kann man? Alle. 1, 2 oder 3. Ja, und man kann auch mehrere Waren kaufen oder nur eine? Nee, nur eine. Na gut. Ach, ich mach's trotzdem mal. Ich geh jetzt mal hier hin, verhau den Römer.
Spruch. Hat niemand gesehen. Hat niemand. Roma geht nach Hause. Niemand. Es gibt übrigens auch Nuller. Ja. Und ich krieg eines ist Terze. Wirklich? Und die Schweine? Und die Schweine sind halt Schweine. Damit ist die zweite Runde. Und ich kaufe natürlich hier das hier. Ich kaufe natürlich das hier. Musst du dann abgeben, bitte? Ja. Geld. Ich krieg mal eins nach. Ja. Und dann darf ich mal probieren, nee, den nächsten Piraten zu verhauen. Das ist richtig. Okay, komm schon. Komm schon. Ja, sehr schön. Und ich gebe meinen Zaubertrank aus. Schnapp sie mir. Bekomme ich denn die Ware, die da drauf ist? Nee, die hast du dann eintragen. Die kann ich dann mit der Karte eintragen. Runde 3. Bin ich jetzt dran? Ich habe allerdings leider schon meinen Zaubertrank gezogen. Du mit ein paar Schweine und gehst uns drauf. Ja, mal gucken. Ui. Oh ja, vier Schweine. Und ja, ich gehe also ins Dorf, fülle meinen Zaubertrank auf, nehme vier Siegpunkte. Oder machst du das? Vier Siegpunkte? Nee, das Dorf hat so viel Hunger. Ja. Der Obelix ist. Und dann gebe ich, weil ich eben das Piratenschiff versenkt habe. Er hat auch ein Glück, ja. Mit wieder. Nochmal drei. Oh, jetzt wird's laut im Dorf. Trubadix hat deine Harfe. Und ich ziehe wieder einen. Und dann versuche ich mal. Ich glaube, ich hätte auch ins Dorf. Komme ich mal aus dem Dorf raus. Das sieht einfach eigentlich ganz anständig aus. Ein bisschen nach Kampf war. Ja, das ist richtig. Nachwürfelmöglichkeit. Ja, zum Beispiel. Weil ansonsten hat der Hund ja eh keine, hat Idefix ja keine Wirkung außer Nachwürfeln. Ne? Dann kannst du mit laufen halt. Genau. Wo ist denn hier? Aber das wäre nur ein 1, ne? Du kannst dann auch ein 2 ein bisschen. Der geht nach Massilia, ne? Ja, dann würfelt den einfach mal neu. Aber mit dem könntest du halt zum 2er reißen, natürlich auch. Stimmt. Und da liegt ein 2er. Nicht, dass das. Nö, dann würfel ich gar keinen nach. Dann gehst du einfach nach Luke. Dann gehe ich einfach mit dem Würfel nach Luke Dunum. Haue mit den lieben beiden Asterix. Patrouille um. Die Patrouille weg. Kriegst du das Terze? Kriege einen, krieg zwei. Oder einen? Eine. Nein, die eine benutze ich gleich, um den Hanoi zu kaufen. Ne, du kriegst eine. Ja, die hätte. Musstest du ja benutzen zum Reißen. Achso. Ja, genau. Ja. Genau. Dann hat er alles genutzt. Genau. Sehr gut. Hm. Nudeln. Wir werden fleißig Nudelhölzer verteilen. Ja. Das muss auch gebacken werden. Oder besser, ihr. Wir haben jetzt aber mal einen ordentlichen. Ein ordentlicher Beruf. Ja, zumindest mal ein Idefix, das ist schon mal gut. Und ein Asterix, auch gut. Ich glaube, ich werde die alle mal nachrufen. Achso, den Idefix, Entschuldigung. Was war das für einer? Ich habe gar nicht gesehen, so schnell hat er schon wieder die Würfel weggeräumt. Ja. Also einer war niedrig, ich glaube, es war der gelbe. Ja. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, guck mal, jetzt war es. Ich werde aus den Comments merken. Ja. Sehr gut. Was ist rot? Blau? Das geht auch nicht. Schlecht. Na gut, dann muss ich halt nach rot gehen. Rot gehen, eines ist Terz. Die Wache umhauen. Und, ah ja, da kann ich aber immerhin. Die Wache umholen. Ich kann die Wache umholen und ein Asterix kann ich noch. Hallo, guten Abend. Hallo. Hallo. Wenn da jetzt Siegpunkte drauf sind. Gibt's die am Ende wahrscheinlich. Wahrscheinlich am Ende, ne? Okay, also das heißt, ich habe jetzt einen Asterix verwendet, kann den zweiten Asterix jetzt nochmal zum Spicken verwenden. Na gut, ich muss mal gucken. Was mir das bringt. Du darfst drei Karten angucken mit dem listigen Asterix. Und du kannst drei verschiedene, wie jetzt. Oder du kannst natürlich auch drei von einem Stapel. Okay, das war's. Achso, wolltest du nichts kaufen? Stimmt, ich wollte was kaufen. Und zwar. Shoppen geht immer. Das ist nicht so. Shoppen ist immer gut. Doch kein Zauber, ein Zauber dran ist halt auch leer. Das ist natürlich blöd. Was passiert da? Da ist ja der große Bottich. Was hast du hier, lauter Hunde? Den werde ich behalten, weil ich vermutlich hier hinreißen werde. Und den Asterix werde ich behalten. Und dann werde ich mit diesem Idefix die beiden hier neu würfeln. Na gut, besser als nichts.
Das Puff brauche ich nämlich gar nicht, weil ich hatte eh vor, jetzt einfach mit dem Zaubertrank. Ja. Ohne reicht es ja nicht. Also trinke ich den Zaubertrank, damit wird der Asterix wahnsinnig stark und kann alleine die Kohorte umhauen. Und ich kriege immerhin noch eine Sesterze und kaufe mir diesen teuren. Diesen teuren Stock. Das ist Mahagoni. Er hält halt. Oh, die haben ja jetzt eine Backstube gemacht. So, und jetzt darf ich nächste Runde hier gegen die Piraten würfeln einmal. Achso, ja, ja, stimmt. Siehst du, der erste würfelt ein Schwein. Du hast ihn umgehauen. Obelix haut ihn natürlich alleine. Obelix haut sie aber weg. Du bist der neue. Der neue. Der neue Stand. Mit dem gestreiften. Ja, wir sind da. Dann fangen wir gleich mal an. Wir schauen, was wir hier machen können, schönes. Und habe zwei Asterix, ein Puff, ein Wildschwein und ein Geld. Kann ich neu würfeln? Also ist es relativ egal. Kannst du den Centurio umhauen, wenn du willst? Kann ich, aber ich gehe einfach nach Lutetia. Dazu brauche ich den Asterix. Habt ihr den Asterix und den Puff dazu? Für die Patrouille. Für die Patrouille. Hauen die damit um. Nuller Patrouille. Ja, natürlich. Dieses Terzium nutze ich einfach, um sich hier gleich zu kaufen. Alles klar. Und das Wildschwein wird unterwegs gegessen, bringt er was. Ja. So. Da war doch was. Da war ein Obelix im Moment. Oh, ein Fisch. Es gibt auch Fisch. Ja. Fisch, ja, klar, von Verleinix. Der stinkt doch immer so, der Fisch. Nee, der ist vielleicht noch frisch. Das ist Ansichtssache, da wird viel drüber gestritten, ob der Fisch frisch ist oder nicht. Aber auch das müssen wir hier am Tisch jetzt nicht ausdrücken. Das wird oft mit dem Hammer geklärt. Wir lassen sie sich streiten einfach im Dorf. Ich gehe hier hin, gelb. Da haben wir aufgepasst, ob das alles wieder regelkonform ist. Warum mit dem, hier die Dreier? Ja, wenn es aufgefallen ist, es gibt keine Hinkelsteine. Ja. Wir rechnen jetzt schon fest mit einer Hinkelsteinerweiterung. Damit der Stein in den Weg gelegt wird? Ja, das war's. Willst du was kaufen? Ja, ich kaufe noch was und zwar. Ihr seht schon, an dem Kauf immer denken an den Kauf. Ja, Entschuldigung, ich mit zwei. Genau. Irgendwann spielt man eine Fliesenrunde und ich sage dann, nee, ist zu spät. Ja, jetzt tut mir leid. Hättest du gerade kaufen können, jetzt bist du schon wieder weg. Mhm. Aber wir sind ja nett. Wir sind nett. Und jetzt muss ich, jetzt bin ich tatsächlich zum ersten Mal, brauche ich das ganz bestimmte. Mal gucken, ob ich das krieg. Tada. Ja, ich krieg's. Jetzt traue ich mich gar nicht, das neu zu. Achso, nee, ich brauche den auf jeden Fall. Ich gehe da hin. Lutetia. Werde da mit dem Obelix die Kohorte umhauen. Und der Asterix schaut dabei zu, ist ein Wildschwein und natürlich noch ein Geld. Und das Geld benutze ich, um den Fisch zu kaufen. Und die Kohorte hat der Obelix umhauen. Ausgezeichnet. Ein wilder Plan ist in Erfüllung gegangen. Ja, es war. Ich wollte unbedingt einen Obelix. Das war mir klar bei der 3. So ohne Zaubertrank. Ohne Zaubertrank. Endlich ein Fisch. Ich habe mich auch schon gefragt, wo ist dieser Fisch? Habe ich irgendwas verpasst? Kann man angeln gehen? Ja. Sie haben die Piraten haben den Fisch bei. Ich gebe mal den einen Videoschicks aus und würde mal nochmal neu hier. Oh, ja, das ist schon verrückt, aber es gibt die noch. Jetzt kann ich hier loslegen. Gibt es dann irgendwo Dreier da unten? Ja, das passt. Du kannst mit dem Grünen hinreißen, mit allen anderen umhauen. Du brauchst nicht mal deinen Zaubertrank. Zack, boom. Und dann kaufe ich natürlich, wenn ich da schon mal bin, und Hafen mehr so mein Ding sind anscheinend. Gleich mal. Du bist auch so ein Bade, ne? Zack. Dann darf ich da mal einen Römer hin. Die Würfel gibt mir einen schwarzen, weil wir sind in der nächsten Runde. Ja. Und die Piraten sind wieder da. Dann schauen wir, ob wir diese abwählen können. Ich möchte auch mal welche. Sehr gut, eine, sehr gut. Jetzt aber. Es ist immer noch kein Zaubertrank übrigens. Ja. Ja, du schaffst es auch nicht. Würfeln wir eigentlich in 6 Runden, wenn wir das nicht schaffen? Wir würfeln, bis wir besiegt werden. Okay. Können wir nochmal nachlesen, wie nochmal ganz kurz sicher haben. Ob es nur einmal durchgeht und dann sind sie irgendwie weg. Der erste von euch, der die Piraten besiegt. Ja, damit. Bis einer die Piraten besiegt. Bis einer die Piraten besiegt. Würfeln kann ich immer nicht. Ich brauche einfach nur einen Obelix. Okay. Die Spannung steigt. Niederfix. Ja, das ist nochmal da. Also so hier, ja, wir kommen hier.
Ah, es ist jetzt die nächste Runde, oder? Das ist Halbzeit, ja. Die Halbzeit wird ja, spannend gemacht. Wir müssen ja auch erstmal Asterix würfeln. Achso, und die müsst ihr auch noch mit. So, die nächste Chance. Okay, das kann einfach jetzt unendlich lang dauern. Ja. 2 Tage. Oh, yeah. Spielzeit 2 Tage. Gibt da doch einfach nur ein Obelix. Ja, ein Obelix wie eine 6 würfeln, klar. Du musst schon gerüstet sein mit deinem 8. So, ja, ich bin dran. Der Hunter darf. Der Hunter darf anfangen. Ja. Halbzeit ist rum, ne? Jungs? Ja, ja. Jetzt geht's steil bergab. Alles voll mit Easyfixen. Ja, und mit Asterix und Puff. Nee, ja, aber ich will eigentlich mal ins Dorf gehen. Ah, verstehe. Würfel doch mal neu. Das, ja. Lass den, das Wildschwein liegen. Ja, ich glaube auch. Lass das Wildschwein liegen, würfel einmal neu. Ja, das nimmst du schon mal. Vielleicht nehme ich... Die Easyfix hat auch schon mal... Ja. Ah, ist doch schon besser. 2 Wildschweine. So, da gehe ich ins Dorf. 3 Wildschweine. 3 Wildschweine für mich. Ich bin 1, 2, 3. Und dann gebe ich 2 Dinger ab. 6. Probieren wir an. Einmal hier. Ja. Ne? Und einmal hier den mit dem Piraten. Ja. Sind 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt kriegst du natürlich neue Dorfbewohner. Und könntest ich kann meinen Zaubertrank wieder auf. Richtig. Und du könntest sogar den abwerfen, wenn du magst. Ich muss richtig abwerfen. Ja, ich werfe vorne entscheiden. Dann mach ruhig offen. Ich glaube, ich habe keine Ahnung. Ja, das ist besser. Okay. Die sind besser. Ich brauche auch viele Wildschweine. Fast 1. Leider kann ich nicht nachwürfeln. Egal, ich muss auf jeden Fall ins Dorf jetzt. Ich gehe ins Dorf, krieg 1 Siegpunkt für den Wildschwein, fürs Wildschwein, 2 für das Terzel. Und dann beliefere ich natürlich 3 Menschen. Oh, 9. Methuselix, Majestix und Verleinix. Verleinix will natürlich einen Fisch, Majestix will ein Schild und Methuselix will den Stock. 5, 6, 7, 8, 9. Und den einen fürs Wildschwein hast du auch gemacht gehabt. Ja. Okay. Schauen wir jetzt mal. Ja, hast du einen für Wildschwein? Ja. Okay. Achso, einen für Wildschwein? Ja, einen für Wildschwein. Ja, ja. Und die kommen. Erstmal allein. Ja. Ich glaube schon. Wenn nicht, dann. Wenn nicht, dann schreib's in die Kommentare. Genau. Hunter hat dich um 1 Siegpunkt betrogen. ich würfel nochmal. Achso, ich guck mal hier. Du hast einen Obelix gewürfelt. Mhm. Nummer 9. Oh, das macht ja keinen Sinn hier. Das war mal was. Was willst du denn? Geld, oder? Keine Ahnung. Das ist ein Beispiel. Keine Ahnung. Ich ja, einfach mal würfeln. Ja, ich will einfach mal würfeln. Kannst du nochmal? Ah, ne, du brauchst noch einen zum Reisen vielleicht. Doch noch einen zum Reisen. Deswegen. Ich reise mal hier hin, hau den dick auf die Mütze. Und dann möchte ich da noch für einen den schönen Stock hier erwerben. Ein neuer Herr hin und ein neues Warenplätzchen. Mir fehlt hier noch. Ja. Mal gucken, was Fortuna diesmal im Schilde hat. Viele Hunde und viele Prügeleien. Das ist gar nicht schlecht. Du musst nur überlegen, ob du mit allen halt zum Reißen auch. Das darf man immer, darf den nicht verbrauchen. Ja. Kann dann ja, ja. Schnell mal passieren, dass man so einen Idefix weglegt und dann, ach warte, ich will gerne nicht fahren. In Masila gibt es einen 3er. Aber ohne mit dem Asterix geschaut zu haben, weiß halt auch nicht, wie du gerade. Ja, das ist es gerade. Ich benutze einfach den Idefix und wir fahren. Gucken wir einfach mal, was dabei rauskommt. Gewagte Nummer. Benutze hier nochmal die Idefix, um den mal zu würfeln. Oh. Jetzt hast du einen Obelix. Jetzt habe ich einen Obelix. Jetzt kannst du nochmal einreiten in Gelb oder Blau. Wobei Gelb wahrscheinlich besser wäre. Aber ich gehe einfach ins Dorf, weil ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich kriege erstmal 1 Siegpunkt für den Wildschwein. Dann kriege ich 1 Geld und ich erfülle
den Automatics. Der braucht nämlich zweimal einen Hammer und einmal den Miraculix, der braucht eine Sichel. Und da ich ja irgendwie einen Hammer zu viel, zu wenig habe, waren die Piraten aber so und hatten einen. Also drei. Ja. Auch da, so 9 Punkte. Ja. Jetzt darf wieder der Piratenwürfel gewürfelt werden. Das bin ich erstmal, ja. Jetzt aber. Ich brauche ihn nicht. Ah, mein Zauberdrang ist auch voll, ich war im Dorf. Das hast du nicht gesagt, dass du ihn gewürfelt hast. Jetzt kriege ich auch mal wieder was. Ha! Zack! Zack! Und ich bin auch noch dran. Ein Traum. Jetzt geht's bergauf. Mal kurz gucken, wo ich hin muss. Ach, meine Flasche stand auf dem Kopf. Gut, dass sie nicht ausgelaufen ist. Erst angucken. Ja, ja, aber das ist so besser. Zu der Zeit, wann die... Boah, wie er braucht. Richtig schöne Schlägerei jetzt. Zum Ganzen in Schildkrötenformation. Das kann ich natürlich einfach da Römer einfach. Mit dem reiß ich. Mit den drei brüdel ich. Wieder eine Kohorte vermöbelt und dann kaufe ich so ein Körbchen eines ist der erste. Ab ins Körbchen. Ja, geht da auf. Ach, Fisch. Fisch, Fisch. Dafür bin ich nicht reich. Am Spielende gibt es dann nämlich noch, wer die meisten Centurios verhauen hat, da ist keiner von uns bisher so richtig gut im Geschäft, kriegt 30 Punkte, beim zweitmeisten verhauen hat 1 Siegpunkt. Das gleiche gilt für die Sesterzen, wer der reichste ist, kriegt 3, 2, 3 ist der 1. So, ich schaue mir erstmal hier mit dem Asterix 3 Karten an. Ja, schaust du mal Karten an? Schauen wir mal meine Karten an. So, und dann gehe ich ins Dorf, kriege 2 Siegpunkte für die Schweine, eine Münze. Du bist ja nur Kohorten verhauen. Und dann gebe ich noch. Kannst du mal. Du bist ab 6 du bist nur die Aufgabe. Bekomme ich also insgesamt 8 Siegpunkte. Kannst du die auf die Leiste übertragen für Lila? 8 Siegpunkte für Lila. Okay. Und ich renne, lege noch eine Karte ab, nehme eine neue. Dann mische ich mal dran, ne? Mischen. Ich sag auch nochmal, wenn man am Ende noch Dorfbewohner hat, die man beliefern könnte und schafft es nicht mehr in der Zeit, ins Dorf zu gehen sozusagen, dann darf man die am Ende noch beliefern, allerdings kriegt man dann nur 2 Siegpunkte pro Beliefer. Ist ja schon mal gut. Ja. Man bleibt also nicht auf irgendwas sitzen. So. Das sieht auch schon prügellastig aus. Ja, ich muss halt noch irgendwo hin, wo ich prügeln kann. Schlägt mit Wildschwein um sich. Ja. Du kannst auch zum Beispiel nach Aquarium, Centurium hauen. Nee, ich mach das anders. Wenn du mir eine Münze gibst, sage ich dir, was da drunter ist. Ich will gleich hier so ein bisschen handeln. Achso, du willst handeln. Ja. Ich benutze einfach meinen Asterix. Für einen extra Schluck. Aus um deiner Flasche. Karten anzugucken. Boah, das kann ja jeder. Ja, und? Der Asterix ist Massila gewesen, ne? Grün, ja. Den hast du weggelegt. Grün geht nicht. Da war den ersten Fehler gemacht. Die Fehleinschätzung, ja, den Asterix wieder weggelegt. So ist es halt. Dann reise ich einfach nach Lutetia. Was auch. Und verprügel hier die Wache. Ich wusste ja, was da drunter ist. Wertvolle Wache. Und kaufe für einen. Für eins war die Schuld. Für eine Einerwache hat es schon. Ja, hast die wenigsten Punkte. Du hast nur 4. Okay. Gibt wie ein Wildschwein, ich kann nicht nachwürfeln. Na gut, dann gehen wir einfach.
Knirschen tatsächlich. Dann gehen wir einfach hier. Passend zum Spiel. Ja. Dann gehen wir einfach hier wieder zum. Na, was anderes bringt eigentlich nicht so viel. Gehst ins Dorf. 2, 3. Dafür könnte ich jetzt aber Sachen abwerfen, ne? Das mache ich nämlich, weil das ist nämlich nicht. Ja? Im Dorf kann ich ja. Kannst abwerfen. Du machen, ja? Ja, klar. Und ach ja, ich kann auch eins erfüllen. Hier. Kannst du Wildschweine. Also. Siegpunkte tauschen, Zaubertrank auffrischen. Und Warenbedingungen. Die werde ich abwerfen. Und jetzt darf ich. Eine noch aufziehen. Als erstes versuchen, die Piraten zu besiegen. So sieht's aus. Ja. Und das ist jetzt schon. Genau, die nächste ist Runde 7. Und ich hab's noch nicht besiegt. Mal gucken, was der hat. Warum nicht? Naja, aber bei mir hat der bisher. Ja, nur einmal geschafft. Eine Münze, eine Münze. Ha. Nur den Schwein. Jetzt aber. Ich bin eher der für das Essen zu spät. Da kommen wir nochmal dran. Oh. Hörst du? Wieder nächstes Herzen. Oh, Schwein. Das kann ja. Das Schwein. Oh, willst du oder willst du nicht? Es gibt nur eine Vase, also. Er hat aber schon umgedreht. Wieso sagst du das eigentlich allen, die nicht Na, es gibt nur Waren, ne? Es gibt auch manche. Es gibt auch Punkte. Ach, verdammt. So, es gibt nur Waren und Siegpunkte. Du? Ne? Aber du wusstest ja, was es gibt. Die hattest dir das angeguckt. Zweitletzte Runde. Du wusstest, vorletzte Runde. Du dich einlässt, wenn du dir das gemerkt hast. Und ich habe noch ein paar unerfüllte Wünsche. Und bei mir gibt es hier gleich drastisch aufs. Ich kriege Ärger. Bei dir kriege ich eine Menge Ärger. Ja. Gibt nur gar nicht so richtig starke. Gar nicht so. Na, man muss halt gucken, wo man bleibt, sag ich immer. Man muss schauen, ne? Schauen, schauen, schauen. Und was hier noch so angesagt ist. Gibt es am Ende noch hier? Ja, 13 Punkte, wer das meiste Geld hat. Ach, wer ist das meiste? Zweitmeister 1. Oh, wie es beim Gleichstand ist, weiß ich nicht. Finden wir aber raus. Dann machen wir einfach kurz eine Pause. So, ich gehe hier mal mit dem gelben Würfel. Gehe ich schon mal dahin. Und dann hole ich die hier mal auf die Mütze. Mache ich gleich mal. Achso, ich kann ja mit dem Idefix ja auch nochmal mal nachwürfeln. Okay, bleib. Ja, ist einfach. Und dann kaufe ich noch für 2 eine Sichel. Ist wieder nachgelegt hier. Ist langsam mit der Beutel wäre. Der Start ist auch gekippt. Bei der Beutel wäre, würden wir alle Waren wieder reinmachen und. Ja. Mischen. So, was haben wir denn hier? 2 Asterix, 2 Wildschweine und eine Kohle. Wir hätten uns eigentlich so eine Mütze besorgen sollen. Ach, ja, mit Flügeln, die denn so. Ich benutze einfach den grünen Würfel, um hier runterzureichen. Das ist Sinn. Weißt du, wenn man nicht sieht, wir haben gestreifte Unterhosen an. Asterix, um die Patrouille zu besiegen und die einen und das eine Geld, um den Fisch zu kaufen. Das ist nicht gut, den Fisch wollte ich auch kaufen, glaube ich. Fisch ist gefühlt so ein bisschen selten. Ne? Der hält sich nicht so lange. Mal gucken, was ich jetzt nochmal brauche. So einen teuren Fisch in Nemossus. Nemossus. Aber. Ich glaube, ich kaufe lieber was anderes. Jedes Mal. Wenn die Würfel die Sachen, die ich brauche. Naja. So. Gibt es denn in der letzten Runde noch Piraten? Oder? Ich schätze schon, ja, nach jeder Runde. Ich schätze, ja. Wahrscheinlich eine normale Runde. Achso, was macht man denn mit denen? Vielleicht sind die auch noch was wert. Wenn die Siegpunkte geben, dann. Ich würfel mal den nach. Nee, das bringt ja noch nichts. Ja doch, ich gehe hier hin. Verhau die da. Achso, ich hätte ja auch noch mein Dings gehabt. Nein, ist egal. Ich verhau die. Und kauf das. Okay. Ich muss einfach diesen beiden. Noch eins ist drin. Eine haben wir noch. Eins ist drin, oder?
Ja, okay. Dann gehe ich halt. Aber dann gibt es ja wieder nicht das, was ich möchte. Mach, ja. Ich gehe hier hin. Mit dem blauen. Und da habe ich ausreichend Asterix. Aber ich brauche ja nur einen. Die werde ich alle nicht nutzen können. Und mit dem einen Asterix tue ich halt diese Wache hier besiegen. Und dann kaufe ich mir noch ein Nudelholz. Für aber zwei. Das, ich kaufe mir das für zwei. Aber das ist bessere Qualität. Ja. Das reicht. Gut, reicht, dann geht's jetzt in die letzte Runde, oder? Sehe ich das richtig? Das ist die allerletzte Runde. Vergesst nicht, Piraten wirst du erst. Und danach sind wir in der letzten Runde. Der vorletzte Pirat. Der hat noch einen Zaubertrank. Nur, ja, nee, hat der Oberlicht braucht keinen Zaubertrank. Nee. Aber du hast, brauchst einen. Ja. Ich brauche einen, ich brauche einen Oberlicht. Menno! Ja? Da ist alle meine Liebe gerade eingefallen. Jetzt werden wir es mal schaffen. Ja. Zauberer. Kannst du die Piraten befehlen? Zack. Bitte sehr. Jetzt. Und ich Schauspieler. Du bist Schauspieler. Ja, dann versuche ich das gleich nochmal. Letzte Runde. Das wäre die 100 hier, ja. Ein Dreispielerspiel wäre es eine Runde mehr. Aber damit jeder gleich ein Schauspieler war. Und quasi am Ende des Spiels kann ich nochmal, wenn ich die richtigen Karten habe, nochmal abgeben. Genau, du kriegst aber nur 2 Punkte pro Ware statt 3. Nutze ihn heute nicht und gehe ins Dorf und krieg 2 Geld und einen Wildschwein, also einen Siegpunkt, 2 Geld und ich erfülle. So, ich mach mal einen Siegpunkt hier, du bist grau. Einen Siegpunkt für grau. Verleih nichts, da habe ich den Fisch gefangen und für Majestix habe ich natürlich ein Schild dabei. Also plus Centurio, sträflich vernachlässigt. Dann Trubadix, den ich halt habe. Überhaupt jemand ein Centurio? Und ziehe 3 Karten. Ja, irgendwie hat es nie hingehauen. Ja, ich habe auch immer eine Angst. Und wenn man weiß, was das ist, hat man Angst, dass man es dann gar nicht brauchen kann. Zum Beispiel jetzt wird es wieder nicht klappen, weil ich habe meinen Zaubertrank nicht. Aber du hast einen Idefix. 2 Idefix. Idefix, ja. Ich könnte mal mit dem Idefix das versuchen. Weil na, den Asterix kannst du doch behalten, oder? Wenn sonst du das machen willst. Dann nee, das bringt nichts. Ich bräuchte ja... Du brauchst nur noch einen Puff. Ich bräuchte einen Puff. Oder einen Asterix oder einen Obelix. Oder ich gehe einfach ins Dorf. Aber das ist auch nicht so günstig. Wo lag der jetzt eigentlich der hier? Ich glaube auf der XX, oder? Aber ja, das kann sein. Ich glaube. Jetzt wird mein Punktestand auch noch nach unten korrigiert. Ja. Okay, nee, ich glaube, ich gehe ins Dorf einfach, weil dann kann ich nämlich. Ich gehe einfach ins Dorf, das heißt, ich lasse die liegen. 2 Puff, das ist natürlich. Ja gut, dann gehe ich so ins Dorf, krieg 2 Punkte und erfülle nochmal hier den Trubadix für 3 und dann werfe ich die nämlich ab und vielleicht habe ich ja Glück. Oh, und du ziehst was, was du... Was ich dann nachher nochmal... Anscheinend nicht. Ja, Pech gehabt. Ja, jetzt nochmal gerade. Anscheinend nicht. Das sieht ganz schön brutal aus. Oder nochmal neu würfeln. Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Ich frage gar nicht. Gute Frage. Ich riskiere es einfach. Ich gehe da hin, hau den um, würfel einmal noch den hier nach, hier noch eine Sesterze und den Zinturio. Das wäre auch so schön. Aber immerhin kann er sich abstürzen. Vielleicht gibt er mir noch einen Punkt, der gute Herr. Haben wir eine 3? Wenn niemand von euch einen macht, 3. Habt keiner von euch einen Zinturio bisher besiegt? Nö. Dann war es ein guter Idee. Also, aber vielleicht. Könnt ihr noch, aber mehr als einen sieht keiner. Ja. Mann, ey, ich wollte auch gerne was machen. Okay, super. Hast du kein Zinturio, meinst du? Nee, das habe ich nicht mit einem Puff leider nur. Dann gehe ich ins Dorf,
krieg 2 Siegpunkte, gib noch hier Miraculix ab, Punkte. Sind 5 Siegpunkte insgesamt. 1, 2, 3, da gehst du in Führung. Hm. Hast du 5 insgesamt gemacht? Aber hier sind eigentlich nur 3 Leute auf der Siegpunkte. Und dann. Ich bin da unten. Ah, Entschuldigung. Ja, dann darfst du jetzt nochmal Piraten würfeln. Was habe ich denn falsch gemacht? Einmal Piraten. Du hast einen Zenturion noch. Aber ich habe. Ja, mal gucken. Ich krieg ja auch Puff, noch Punkte. Ich darf die Piraten nicht an mich nehmen. Jetzt aber. Die letzten Piraten. Ah! Wuff! Ja, yeah. Ich weiß aber, du kannst. Richtig schön bis in den Meeresboden gerammt. Oh, und auch noch Siegpunkte. War es eine Falschung? Gib mir mal ganz kurz die Anleitung. Natürlich. Jetzt sag mir nicht, dass ich die Piraten nicht behalte. Doch, alles klar. Ich gucke nur wegen der Reihenfolge. Also, zunächst die Römerkarten, die wir haben. Ja. Auf die graue Seite. Jetzt sieht man Punkte für die vermöbelten Römer. Da habe ich eine Menge, kann ich sagen. Hier, ich habe mal keine. Ich habe 10. Auch viel, aber ich habe 15. Aber was machen wir, wenn wir hier oben angekommen sind? Dann fangen wir wieder unten an. Ich bin noch nicht ganz so wild. Ich habe 15. Okay. Dann machen wir hier das. So, das da ist. Ich habe. Du hast 8. Ja, was bist du? Ja. Ich wäre der gewesen. Oh, Entschuldigung. Warum bin ich mit dir gelaufen? Dann bring mich mal wieder zurück. 10. 8. Nee, ich hatte ja. Du hast 10 gesagt. Ja, 10, genau. Das heißt, ich habe 10 mit dem hier. Ja. Aber da ist ja nur eine einzelne. 10 und jetzt, was war das? 8. Ah, ja, okay. Und du? Ich habe 7. 8. 7, okay. Und dann habe ich noch einen Zweier-Pirat. 1, 2. Und dann? Ja, jetzt. Genau, nicht eingesetzte Centurio-Karten kann man natürlich. Könnte man ja quasi jetzt auch noch als. Ja, jetzt war. Für 2 quasi, wenn man jetzt noch Sachen das hat. Ich habe leider nichts, was ich hier. Dorfbewohner, ich kann nochmal 2 Dorfbewohner erfüllen. Das sind nochmal 2 statt 3, also 4 Siegpunkte insgesamt für die beiden. Alle oben an der Leiste ist auch lustig. Den kann ich nicht beliefern, leider. So. Nicht ausgegebenes Sesterzen. Ich habe 2. Ich habe 2. 3. Du kriegst 3 Siegpunkte. Und du kriegst 1 Siegpunkt. Oh, der hat 1 Siegpunkt. So, dann Centurios. Hat jemand einen Centurio besiegt? Nee. Dann krieg ich 3 Siegpunkte und ich behaupte, man kriegt zwei, keinen. 3. Das ist echt? Ist das der Endstand? Nee, warte. Ja, doch. Also, Punkte im Spiel. Römer haben wir gemacht. Ja. Waren. Quasi, wenn man jetzt noch A2. Ja? Oder gibt es noch was anderes mit Waren? Nicht verwendeten Warenblättchen. Der Tiebreaker ist der Zaubertrank. Alle restlichen, hier, das haben wir übersehen. Alle restlichen nicht genutzten Waren auf den Piraten- oder Centurio-Karten, also das war bei mir eine nicht genutzte, ist nochmal, jede nicht genutzte Ware ist ein Sieg. Ich habe auch eine. 2. Dann kriegst du 2. Ich habe eine. Ich krieg einen. Ja, da unten weiter. Also ich bin jetzt bei 36. Jetzt verliere ich auch. Hier, 1. Jetzt, ihr müsst es wieder bis ins Absurde zeigen. Achso, mehr machst du. Nicht genutzter Zaubertrank. Ich habe auch einen Punkt. Ja, und du hast nichts? Nee, ich habe keinen. Da war es aber sehr knapp. bei Gleichstand hätte ich gewonnen, wegen mehr verhauenen Centurios. Oh, yeah. Tiebreaker. Centurios sind Tiebreaker, auf die hätten wir vielleicht, ja, wenn man mit den Asterix guckt und das. Also, wenn man weiß, dass das Tiebreaker sind, sind die vielleicht so ziemlich. Ja, so, aber hast du das so gemacht? Und man sieht, es ist wirklich wahnsinnig knapp. Also, wir haben hier, du hast hier 37 zu 36 zu 35 zu 34. Das finde ich gut. Herzlichen Glückwunsch. Piet, wir ziehen uns jetzt noch einen Trank rein. Ich hab keinen mehr. Du hast keinen. Dann kannst du leider nicht aufstoßen. Prost. Ja, das war Asterix und Obelix, das große Abenteuer. Jetzt hier in Nürnberg wurde es präsentiert, bei Pegasus ist erhältlich. Michael Rienig ist der Autor, ab 8 Jahren, 40 bis 60 Minuten, steht hier drauf als Spieldauer. 2 bis 4 Spieler können dran teilnehmen. Also das war hier Maximum Risk. Und wie gesagt, wenn man zu dritt spielt, wer sich wundert, ist doch noch ein Feld hier unten, das ist halt im Spiel zu dritt. Gibt es dann noch eine Runde mehr, weil jeder gleich auf Startspieler. Ja. Ja. Macht Sinn. Ja.
sagen tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Spiel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.